wunderschönen euch und herzliches Hallöchen auch von mir nochmal. Wir gehen jetzt hier oben nochmal schnell hoch. Die paar Punkte holen. Na, kann ich euch hin? Soll ich? Nein. Mache ich nicht. Mache ich nicht. Sieh gar nicht ein. Ich lasse ihn am Leben. Oh, X. Ei, oh, da ist ja noch einer. Also, ich muss erstmal oben synchronisieren. Oh ja, komm hoch. Dies beim Pinfolk und springt mit dieser südlicher Weste Villa Leer geweiht in Südosten im Großen eines großen Teils. Das ist das irgendwie, anstatt zu sagen, ja, wo ist das? Geh da hin, geh einfach nur da. Nein, da, aber links neben der Wurzel mal 3 durch die Quadratwurzel. Hast du gesehen, links ist übrigens auch noch was? Ja. Ja. Jetzt packt sie fest, weil sie sich... Nein, nein, nein. Boah. Okay, da haben die Tasten hauen was gebracht. Oh, shit. Oh, schöne Sache. Das Fenster da eventuell? Jetzt greif doch einfach mal an, mach kaputt. Sehr schön. Goliath. Oh Gott, ich hab gerade Bock. Ah. Gesammelt, Reichtum erworben. Welchen auch immer. Ich habe nicht gesehen, welchen, aber. Ach, guck, wenn er gewarnt, Titan. Oh, Titan, Titan ist immer gut. So. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Not even. Nicht schlecht. Lass ich jetzt, da habe ich keinen Bock drauf. So. Teil 3, stellen wir mal einfach hin da. Oder, erstmal hier, gib ihm Fähigkeiten. Da unten ein bisschen hin. Sehr gut, eben so Kopfschutzschaden, Attentatschaden, ja, ja, das ist nice. Wie so eine Haarschneidemaschine. Untergraben. Huch. Und wir machen mal das. Schnellreise kann ich nicht machen, was? Wie kann ich Schnellreise machen? Was? Weg. So. Ja, läuft ja gut.
mal lieber unten lang, das ist der sichere Weg, sagte er und dann starb er. Ich liebe diese Animation des Springs. Einfach so, so hautnah, so realistisch. Gib ihm Feuer. Sechs Wolf. Ja, Wolf, Wolf, Wolf. Oh, böse, böse Aura. Flammende Falle. Flieg, Freundin. Ja, ja. Huch. Es ist zum Wohle deines Schiers. Du bist nicht bei Sinnen. Was ist hier los? Sie will mich ausrauben. Ich warne dich. Jeden Moment taucht meine Soldateneskorte auf. Dieser Händler bringt Vorräte zur Feste. Ich wollte sie kaufen, doch... Ich verkaufe nicht für ein vages Versprechen auf Bezahlung. Dann mache ich dir ein anderes Angebot. Genau. Wie wär's mit einer Geschichte? Ein sonderbarer... Die wilden Winde wandern. Die See, lange bevor ja, alle. Wir könnten die Sonne. Ich sehe, wenn wir das Öl und warte bei dem Vorsprung und ich werde auch. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, 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 sehr gut. So. Werden wir schon mal. Lol. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und genieße den Anblick. Moment. Ich bräuchte bloß nochmal Pfeile, ne? Hat jemand Pfeile? Sind hier Pfeile? Ah, da ist ein Köcher. Ist? Was war das? Weiß ich nicht. Okay, wo bin ich hier schon mal wieder gelandet? Irgendwo mittendrin statt nur dabei. Nein. Noch dahin. Jetzt irgendwie. Eine Mission einer geheimen Assassinenverschwörung. So, ich muss hier hoch, nehme ich an, und dann springe ich rüber. Ich hier, holy shit. Schatzwort gerade eingesammelt. Okay. Ich bin hier irgendwo, wo ich nicht sein sollte, habe ich das Gefühl. Ist natürlich einer der unterirdischen Orte, die
ne, Punkte und sowas bringen. Punkte sei schon höchst, was ich meine. Ups. Siehst du, alte Freundin? Schalte die Verstärkung aus. Ah. Ja, hab ja gute Freunde. Okay. Ein erster Arme für mich zu kämpfen. Ach, das ist sie hier. So, ganz schön. Dann hätten wir auch das. Zum Vorsprung folgen? Ja. Mach ich. Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Nichts für ungut, Fulke. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher.
Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder? Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gotts, der der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Was ist denn ich sollte los, zu Gedrick zurückkehren, um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme. Ja, ich merke schon. Nun gut, dann hätten wir das ja auch. So, wo ist es? Na komm, mein Benny. Den Pfeil haben wir auch nochmal mit aufgenommen. Wo geht's jetzt hin? Da drüben. Sprich mit Gedrick. Und bevor ich meistens angreife oder so, geht's ja immer nochmal in die Wanden. Also, ich meine jetzt, bevor wir immer... Wie heißt es so schön? Fighten? Jetzt immer vorher. Möchtest du wirklich? Bist du bereit? Wir können das ja nochmal besprechen. Ja, wir wollen wirklich. Hui. Überblicke das Land, Freundin. Jo. Upsi. Seht mal! Da ist Eivor! Wir stehen dir zur Seite! Haben. Die 20 für jeden! Gedrick. So. Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Prächtig. Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Diese, ich hab's gesagt. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Lebe Gedrick! Niemand hält euch auf! Für Eivor! Gedrick! Und den Sieg! Ja, danke schön. Gut, mein Öke sabotiert und zerstört. Na gut, dann können wir das ja auch noch machen. Da ist es ja. Keiner gesehen. Das ist doch gar nicht so weit weg. Ach, das ist ja die Festung. Ach so, ich soll mich... Bevor wir wirklich angreifen... Wir lassen uns einfach angreifen. Ich mache das doch so wieder eine Quest. Das ist eine unnötige Quest. Wir wissen doch, was Phase ist. Dass ich das hier rocken werde, oder? Da sind wir uns doch eigentlich grundlegend einig. Der Bergfried wirkt uneinnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. Plus. Sieht ja hier auch keiner. Der da unten rechts, der hat auch... Nee, sieht er nicht, sieht er nicht. Finde ich gut so. Nee, mich sieht hier keiner. Nee. Ihr täuscht euch. Aber genau hier zwischen, da... Kennt das auch keiner. Ja. Oh.
Oh. Ja gut, das wird jetzt doof. Ich weiß gar nicht, was dümmer ist. Quest oder das? Ich weiß es noch nicht. Zeig mir, was vor uns liegt. Breite deine Flügel aus. Das ist nur keine Ölkessel, oder? Die sehen mich natürlich. Was ist denn das hier alles, sag mal? Ah, da unten. Ich bin von hier wieder nicht dran. Keine Pfeile mehr. Oh, shit. Okay, die sind alle mehrfach dumm. Die sind mehrfach schwer, Ja gut, ich meine... Jetzt gleich wieder zurückgehen, habe ich ja Zeit und Luft, ne? Ich habe keinen Bock auf Fighten jetzt hier. Ah, oh, strecken. Das wird schön. Bleiben wir wach.
weiß, was das bedeutet. Komm her. Hey, ist gut, ist gut, ist gut. Die Roten verschießen große Pfeile. Ich muss sie ausschalten. Ah, hallo, du auch noch weg mit dir. Jetzt geht, oh Gott. Also eigentlich kann ich ja schon gleich alles erobern. Ohne Scheiße, das ist wieder so dumm. Auf so vielen Ebenen einfach. So, und das war's dann. Es gibt noch mehr zu tun. Doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen. So, dann haben wir das. Die Folge ist wieder lang genug. Jetzt machen wir erstmal ein kleines Päuschen und sehen uns dann wahrscheinlich bei dem nächsten Ansturm in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed. Eure Einschlafhilfe des Abends. Gute Nacht. Geh nicht jetzt.